Also ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Vortrag mit dem Titel Kabellose Megakonfusion. Das Thema dieser Konferenz war nichts bleibt dasselbe, nicht einmal du. Und ich werde aber ein wenig abweichen von diesem Thema und nicht so sehr über Veränderung reden, also über den Umstand, dass man eben nicht dasselbe bleibt, sondern ich werde über Vervielfältigung reden. Die Vervielfältigung ist eine Sache, die sehr wohl auch mit Veränderung zu tun hat, wie jeder weiß, der einmal sehr klein war und dann wuchs und erwachsen wurde und alterte. Also jeder von uns war mal so ein ganz kleines Wesen, das in einem völlig anderen Raum sich befunden hatte, nämlich in einer Mutter. Und daran sollte man sich bei Zeiten erinnern, wenn man Angst davor hat, vielleicht seine Identität zu verlieren. Wir haben nämlich sehr oft die Form so dramatisch geändert, dass wir eigentlich über diese Form der Identität, die normalerweise in den Debatten verhandelt wird, nämlich über eine Identität, die angeblich immer dieselbe bleibt, gar nicht zu reden brauchen, sondern erst mal über diesen Umstand, dass wir uns so dramatisch verändern, dass das nicht seinesgleichen hat. Also wenn wir uns verändern, dann durchlaufen wir eine Karriere von verschiedenen Zuständen, die wir miteinander in Beziehung zu setzen haben. Identität bilden heißt, verschiedene Zustände miteinander in Beziehung setzen. Heißt, in der Lage zu sein, sich zu erinnern, dass ich mal eine ganz Kleine war, dass Sie mal eine ganz Kleine waren, dass Sie vielleicht noch gar nicht da waren, dass Sie etwas werden möchten, dass Sie eine Zukunft vor sich haben, dass Sie alt werden, dass Sie sterben. Das heißt, wir sind sehr seltsame Wesen, die in einer Karriere sich befinden, die wir mit Wachstum beschreiben, altern, verändern. Das ist sozusagen die physische Variante der Sache. Aber wir haben auch veränderte Zustände in dem Moment, wo wir unseren Körper verändern. Wir sind also vielheitliche Selbste, nicht identische Selbste, vielheitliche Selbste. Das muss so etwas wie ein Lehrsatz sein. Diejenigen, die davon ausgehen, dass wir nur eine feste Identität haben, die sind noch, wie soll ich sagen, in den Theokratien geblieben. Die glauben noch, dass es etwas gibt, das sie autorisiert, in einer extrapolierten Weise ein Selbst und nur dieses zu sein. Wir sind jetzt das vielheitliche Selbst. Wir erinnern uns daran, dass wir wachsen und uns verändern. Und wir können also uns über uns selber sagen, ich bin die Vielen. Jeder von uns ist ein solches Ich, das die Vielen ist und viele in sich selbst vereint. Das ist nun eine Voraussetzung, die auch enorm wichtig ist für das, was wir als soziales Leben bezeichnen. Ein solches Einzelnes, das so ganz stark identisch wäre, könnte nämlich vielleicht gar nicht in der Lage sein, sich mit anderen zu verständigen, weil es wäre immer außen. Es wäre immer außen vor, immer entgegenstehend einem anderen, zu dem es sich vielleicht in irgendeiner Weise mit Zeichen wendet, um sich verständlich zu machen, aber was wahrscheinlich auch dann immer scheitern wird. Also dass Verständigung und Kommunikation gelingt, dass viele sich also miteinander vereinigen, kommunizieren können, setzt ja voraus, dass das Ich schon ein vielheitliches ist. Das heißt, dass die anderen, mit denen ich in Beziehung gehe, mit denen ich anfange zu sprechen und Dinge auszutauschen, Empfindungen auszutauschen, Informationen auszutauschen, ein Teil von mir sind. Das heißt, dass die anderen eigentlich mich vertreten als derjenige, der diese Vielen ist. Also um das zu erklären, was ich meine, nehme ich jetzt mal meinen Schädel. Also das ist mein Schädel und der ist geöffnet, der ist schon trepaniert, das ist sehr praktisch. Also das ist eine Form von gehirnphysiologischem Erkenntnisakt, den ich jetzt vorführe. Und in diesem Schädel sind die Leute jetzt verschriftlicht, die für mich wichtig sind. Also hier sind die wichtigen Philosophen, die selbstverständlich in meinem Geist wohnen, also deren selbst auch mit meinem eine gewisse Form der Ehe oder Fusion eingegangen ist. Und auch die Künstler, die für mich wichtig sind. Hier sieht man zum Beispiel Lovis Corinth,
dann Frida Kahlo selbstverständlich, Caravaggio, den wunderbaren Maler Caravaggio, der Ihnen vielleicht bekannt ist, dann Piero della Francesca, dann von den Philosophen sieht man Leibniz, den wunderbaren Leibniz, den großen Monadologen Leibniz, der für die Deutung der Gegenwart ein unerlässlicher Denker ist. Giordano Bruno, selbstverständlich. Madame Curie, natürlich als wichtige Wissenschaftler darf sie nicht fehlen. Und so verschiedene Privatleute natürlich, die für mich eine ganz gewisse Rolle spielen. Das heißt, so muss man sich das vorstellen, wie so ein Sonnensystem im Kleinen, in dem jeder Einzelne sich befindet. Das heißt, jeder ist schon sozusagen ein synthetischer Akt, eine Synthese aus vielen, eben doppelt viele. Er selber war die vielen durch das Wachstum, durch die verschiedenen Phasen des Wachstums, die er durchlaufen hat. Aber er hat auch schon Kontakte gehabt. Und zwar nicht nur mit Lebenden, auch mit Toten kann man wunderbare Synthesen eingehen. Erst unter der Voraussetzung eines solchen Lehrsatzes, ich bin die vielen, wird also der Raum der Kommunikation überhaupt als ein sinnvoller Raum. Und dieser Sinn verändert dann etwas ganz Wesentliches, nämlich unsere Voraussetzung, unsere Annahme von Übermasse, was eigentlich Masse ist, was eigentlich eine Menschenmasse ist. Also die Geschichte kannte unter der Menschenmasse eigentlich nur einen amorphen Haufen, einen amorphen Klumpen, weil eben die vielen so stark entgegengesetzt waren, dem einem, dem Identischen, dem Ich, dass das ganz klar war, dass wenn es mal mehr sind als 3 oder 4 oder 5 oder so, das wird eine amorphe Masse und mit der kann man eigentlich nichts anderes machen, als sie manipulieren, dirigieren und einpeitschen. Das heißt, was wir erleben in dem Moment, wo der Lehrsatz gilt, ich bin die vielen, und wo die anderen, die mit mir in Beziehung sind, mich selber in mir vertreten können, weil ich das sozusagen vorausgeübt habe durch meine eigene Vervielfältigung, dann geschieht etwas ganz Wesentliches, nämlich die Horizontalisierung der Intelligenz. Ich glaube auch, dass wir das momentan erleben in vielen Teilen der Welt, dass das passiert und dass der Sinn der Masse ein anderer wird. Das ist nämlich ein vielheitliches Selbst, das sich organisiert. Die französische Philosophie hat das unter dem Titel der Multitude bereits thematisiert. Also was eigentlich passiert ist, dass die Anteile meines Selbst, die vielheitlichen, in einer Menschenmasse, die kann jetzt sehr groß sein, da gibt es sozusagen keine kritische Schwelle, wo diese Masse plötzlich dann wieder amorph und unintelligent wird. Also wo diese Aspekte der Intelligenz oder Subjektivität, also mein vielheitliches Ich und das vielheitliche Ich der Menschenmenge sich miteinander verschmelzen kann. Das heißt, es passiert tatsächlich etwas, was man im 19. Jahrhundert unter dem Vorzeichen von Spiritismus, Mediumismus und Hypnotismus diskutiert hat, dass nämlich sozusagen Teile von Subjektivität sozusagen durch Subjekte hindurch wandern können, die miteinander verbinden können, die können das teilen, also die können verschmelzen. Ich sage jetzt immer wieder verschmelzen, weil verschmelzen so ein wahnsinnig negativ konnotierter Begriff ist. Also auf der Ebene der Subjektivität ist Verschmelzen ein ganz, ganz fürchterlicher Begriff. Man möchte nicht verschmelzen, man möchte distinkt und identitär und distanziert bleiben und auf keinen Fall verschmelzen. Die Wahrheit ist aber eine andere. Wir sind Verschmolzene, wir sind untereinander Verschmolzene, indem wir die Sprache teilen, den Raum teilen, Überzeugungen teilen, Gefühle teilen und dass der Sinn ist, der uns eigentlich ausmacht, dass wir diese Art von Verschmelzung, das ist auf der anderen Seite, Dinge miteinander teilen in einem kommunikativen Raum, dass wir Dinge miteinander teilen, das ist der Sinn des Menschseins, wenn man das mal vielleicht so kurz auf den Punkt bringen möchte. Das heißt, worum es natürlich jetzt geht, ist, wie können wir diesen Umstand, dass wir selber vielheitliche sind und dass wir mit den vielen in Beziehung stehen, dass wir vervielfältigte Ichs sind, die mit den vielfältigen
Ichs, den vielen Ichs, die wieder vielfältige Ichs in Beziehung stehen, wie kann man das sozusagen ins System bringen? Wie kann man das überhaupt erkennen und wie kann man dem Ganzen so etwas wie ein Management oder eine Verwaltung angedeihen lassen? Hier kommen natürlich an diesem Punkt, genau an diesem Punkt kommen die Medien ins Spiel. Die Medien, die eigentlich etwas machen oder etwas kompensieren, dass das tatsächlich das Problem dieser Art von Verschmelzung ist, die kompensieren nämlich den Umstand, dass wir eigentlich nicht in der Lage sind oder schlecht in der Lage sind, dass wir nicht vollkommen darin sind, vielleicht sollte ich es lieber so sagen, einander die Gedanken zu lesen. Medien gibt es, weil wir schlecht sind, nicht ganz perfekt darin sind, einander die Gedanken zu lesen, überhaupt Gedanken zu lesen. Deswegen muss man eben was aufschreiben und muss was sagen, damit, also wenn Sie jetzt, ich könnte Sie anschweigen, Sie können versuchen, meine Gedanken zu lesen, Sie können es nicht, ich komme Ihnen entgegen mit einem Medium, ich spreche und Sie haben dann nicht so eine große Mühe, meine Gedanken zu lesen. Also die Medien dienen sozusagen der Aufschlüsselung der Subjektivität, wobei sie genau an diesem Punkt ansetzen, nämlich an diesem vielheitlichen Punkt, an diesem kommunikativen Punkt. Das heißt, das Medium eigentlich nichts anderes zu tun haben, als in einer komplementären Aktion sozusagen die vielheitlichen Anteile oder das vielheitliche Ich jedes Einzelnen und der vielen auszudrücken, zu verwalten, zu administrieren. Das sieht man natürlich jetzt ganz gut, wie sich so eine große Menschenmasse über verschiedene neue Medien organisiert, wie eine Revolution möglich ist dadurch, dass diese Medien eingesetzt werden. Das ist genau der Punkt heute. Das heißt, man sieht, dass es der Medienbedarf, sozusagen, um die Horizontalisierung der Intelligenz durchzusetzen. Wobei dann, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, also für die Gegenwart, um die Gegenwart auch genau zu erkennen, diese Art von Verwendung der Medien, diese Horizontalisierung der Intelligenz auch für eine neue, ungeahnte Raumqualität steht, die die Gegenwart charakterisiert, nämlich eine Raumqualität, wo man sagen würde, ach nein, wir leben eigentlich gar nicht mehr in einem banalen Raum, als Getrennte, ich bin getrennt von dir, wir sind getrennt voneinander, wir sind alle so weit auseinander, wir können uns nie erreichen, der andere ist das Unerreichbare schlechthin, so wie Buber gedacht hatte. Nein, es ist anders. Wir befinden uns in einem Raum, der uns vereint. Und in so einem Moment, also in dem die Kommunikation explizit diesen Moment in unserem Sein markiert, tritt eben nicht so sehr die Trennungsdimension unseres Daseins in den Vordergrund, sondern das verbindende Moment. Das heißt, es wird der Raum wieder klar als etwas, das uns umfängt und das auch Qualitäten hat, und zwar informatische Qualitäten. In diesem informatischen Raum sind wir in der Lage, miteinander so in Kontakt zu treten, dass wir von diesem informatischen Raum aufgehoben werden, fast wie in einem Schoßraum, könnte man sagen. Und in diesem Schoßraum können wir dann sozusagen das produzieren, was in meinem Titel schon angeklungen hatte, nämlich die Megakonfusion. Also eine Konfusion, eine Verschmelzung höchsten Grades, in dem wieder klar wird, dass Menschen eigentlich doch ein und dasselbe Feld haben. Und dass Individualität existiert und dass der Einzelne geschützt werden muss und die Rechte hat, aber dass in Wirklichkeit das Zusammensein, das Gleichzeitigsein, das in einem menschlichen Feld zeitgenössisch zu sein, eine der wichtigsten Angelegenheiten ist. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte ein wenig erklären, was ich mit kabelloser Megakonfusion meine. Danke.